Das ist der Beginn eines Solokonzertes von Wolfgang Amadeus Mozart, wo die Flötisten sagen, es sei für die Querflöte komponiert und die Oboisten sagen, es sei für die Oboe komponiert. Ja, letztlich ist es egal, von großen Meisterinnen und Meistern gespielt, klingt das immer phänomenal. Ich habe das gespielt, diese ersten Takte, auf einer chromatischen Mundharmonika. Die chromatische Mundharmonika ist ja das jüngste Soloinstrument in der Gattung der Soloinstrumente. Entwicklung hat ungefähr ja, auch 100 Jahre gedauert von der Urmundharmonika der sogenannten diatonischen bis zur chromatischen Mundharmonika, was letztlich die Krönung der Fortentwicklung ist. Nun gibt es aber einen großen Unterschied zwischen der Flöte, Oboe und der Mundharmonika. Es gibt viele Menschen, die brennen für die Querflöte, es gibt viele, die brennen für die Oboe und es gibt viele, die brennen auch für die chromatische Mundharmonika. Wie man weiß, wenn jemand Flöte lernen will, dann kauft er sich eine vernünftige Flöte. Der braucht ja zum Anfang wirklich ein gutes Instrument, das weiß er, weil er es ja noch nicht kann. Und dann schaut er, wo er Unterricht bekommt, wo er zu einer Lehrerin oder einem Lehrer hingehen kann und das Instrument erlernen, mit allen Raffinessen, mit allem, mit Noten lernen, von Noten abspielen und so weiter. Dasselbe gilt für die Oboe. Leider gibt es das nicht in der großen Fläche in Deutschland für die chromatische Mundharmonika. Es gibt viele Leute, die würden gerne sich ein vernünftiges Instrument kaufen und irgendwo hingehen und dann Unterricht bekommen von jemand, Einzelunterricht. Denn das Einzige, was wirklich funktioniert beim Erlernen eines Instruments, ist der Einzelunterricht. Also die Lehrerin und der Lehrer und das Gegenüber, dann dieses Instrument zu erarbeiten, das ist überall gleich. Egal ob Geige, Flöte, Oboe, Klarinette, ganz egal. Ich beginne mit diesem Video ein Projekt, welches auch für mich sehr spannend wird. Ich möchte nämlich versuchen, in der Fläche in Deutschland ja, eine Lehrerschaft aufzubauen. Und zwar möchte ich motivieren, egal ob jetzt Musiklehrer oder die haben es dann natürlich leichter, oder Laien, die brennen für die Mundharmonika, mit mir Kontakt aufzunehmen, bei mir dieses Instrument online ja quasi zu studieren, mit allen Raffinessen und allem, quasi, wenn Sie wünschen, bis zur Konzertreife, aber mit der Voraussetzung, dass Sie dann bereit sind, wenn ich sage so, Sie können jetzt unterrichten, an dem Instrument liegt ja meistens, dass man, wenn man Mundharmonika spielt, mit den Leuten gleich per Du ist. Ich finde das aber eigentlich eine sehr positive Geschichte bei der Mundharmonika. Also wenn ich sage, du kannst jetzt bitte, machst bekannt in deiner Umgebung, dass du das Instrument unterrichtest. Und dann haben wir dort an einer Stelle in Deutschland eine Lehrerin oder einen Lehrer für die chromatische Mundharmonika, der wirklich in der Lage ist, jemanden von Angesicht zu Angesicht jede Woche eine Stunde lang zu unterrichten, denn sonst wird da nichts draus. Diese E-Mails und WhatsApps, die ich immer bekomme, sagen, ja, ich will jetzt Winnetou lernen, ich will Lied vom Tod, wie geht denn das und so weiter und so fort. Das ist nicht Sinn der Sache. Man lernt auch nicht Querflöte oder Oboe, um irgendein Lied spielen zu können, so dass man es erkennt. Das hat mit dem Erlernen eines Instruments überhaupt nicht zu tun.
Natürlich, ich habe ja massenweise Workshops im Internet. Das sind natürlich Tipps, die man sich dann immer wieder anschauen kann, auch wenn man es lernt. Aber wirklich chronologisch, also vom Beginn des Erlernens immer wieder weiter in die Tonleitern reinzugehen und dieses, also halt, wie man das macht beim Musikunterricht, das ist unerlässlich. Also wie gesagt, wenn engagierte Menschen da sind, die mit mir Kontakt aufnehmen wollen und sagen, okay, ich werde bei dir das jetzt studieren, bis du sagst, so, jetzt unterrichte bitte, dann bin ich bereit, das zu machen. Ich kann allerdings, ich habe ja schon den Jan Schadewald, wo ja die Videos im Internet sind mit dem Chada schon Monti und so weiter. Also ich habe schon ein paar Leute in Regionen, die auch bereit sind zu unterrichten, in einigen Regionen. Ich persönlich hatte ja als 10-jähriges Kind in Heidenheim an der Brenz Unterricht. Ich bin da jede Woche hingegangen zu einem Mann, der hieß Rolf Linke, einer der wundervollsten Menschen in meinem Leben. Denn der hat mich gleich auf eine Schiene gesetzt, die letztlich mein ganzes Leben geprägt hat. Und der konnte zum Beispiel nicht so gut spielen wie Jan Schadewald. Ja, also insofern geht es gar nicht darum, dass derjenige, der unterrichtet, ein großer Virtuose ist, aber er muss es unterrichten können. Er muss das ganzheitliche Wissen über die Musik haben, sprich, er muss Musik studiert haben. Und Rolf Linke hatte tatsächlich im Hohner Konservatorium das erlernt, chromatische Mundharmonika zu unterrichten. Also nur Mut, wie gesagt, meine Bedingungen sind im Grunde genommen im Internet bekannt. Weil ich muss natürlich auch was dafür verlangen und ich sag mal so, ich kann jetzt noch vier, ja, sagen wir mal, Studenten aufnehmen, weil mehr ist nicht möglich, durch den Konzertbetrieb, den ich natürlich habe und natürlich nicht aufgebe. Andererseits ist es natürlich so, es ist ja auch, wenn ich auf Tournee bin, natürlich sitze ich auch in Hotels rum und die haben ein WLAN. Also wie gesagt, der Unterricht bei mir ist ja dann online über WhatsApp. Ja, also ich bin gespannt, was jetzt passiert, ob da Interesse ist. Und wie gesagt, nur Mut. Aber wenn man schon für dieses Instrument brennt, dann sollte man es wirklich ehren und wirklich erlernen.